Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von Gothic 2 Escape. Wir stehen beim Kappel, sind im Banditenlager. Und die haben genau wie die Orkjäger irgendwie so eine große Bude. Das war's im Grunde. Wir quatschen noch ein bisschen mit dem. Könntest du versuchen, meine Stärke zu verbessern? Ich will kein dürrer Kerl sein, der, wenn es zu einem Faustkampf kommt, gleich dorthin läuft, wo der Pfeffer wächst. Sicher, ich helfe dir gerne. Sag mir, wann du anfangen möchtest. Ja, kostet es denn was? Unterrichte mich! Und das war gerade sehr fordernd. Und natürlich kostet es Gold, das wir gar nicht haben. Kann ich etwas für dich tun? Ja, Werkzeuge, die so lange im Einsatz sind, gehen kaputt. Das ist ganz normal. Es lohnt sich also, ein paar Ersatzteile zur Hand zu haben. Wenn du mir drei Sägen und eine Holzfällerwachs mitbringen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Ja, klar, gerne. Holz ist nicht knapp. Es gibt noch ein paar Bäume. Wer weiß. Vielleicht muss ich sie alle fällen, wenn mir die Rohstoffe ausgehen. Hast du nicht eben gesagt, dass du keine Bäume fällst? Okay, also eins nach dem anderen. Wir brauchen noch zwei Sägen und eine Holzfäller-Axt. Dazu wird wohl kein Beil zählen. Sehr schade. Aber gut, wir wissen, Kappel ist auf jeden Fall morgens nicht da. Das heißt, da könnte man dann vermutlich seine Truhe öffnen, sofern wir dafür die Talente haben. Wer bist du? Man nennt mich Louis, die Landratte. Bist du ein Seewolf? Ja, ich war mal Kapitän. Aber das ist längst Geschichte. Unglückliche Winde brachten mein Schiff vor der Küste von Korinnis zum Sinken und dann behaupteten diese erbärmlichen Männer der Wache, ich sei absichtlich gegen die Felsen gefahren, um die Besatzung zu töten. Idioten. Kannst du dir vorstellen, dass ein Mann, der es kaum lebend ans Ufer schafft, von den Wachen gefangen genommen wird, anstatt Hilfe zu bekommen? Ich wurde in die Kolonie geschickt und verrotte hier immer noch. Aber was soll's? Ich habe mich an das Leben hier gewöhnt, es macht mir Spaß. Und ich bin jung, und das ist es, was ich vom Leben verlange. Okay. Kannst du mir was beibringen? Na klar, ich kämpfe mit dem Schwert, seit ich ein Kind war. Ich bringe euch gerne die Kunst des einhändigen Kampfes bei. Es erfordert auch eine gewisse Geschicklichkeit, ein leichtes Schwert zu schwingen. Aber das hat seinen Preis. Ja, das gefällt mir irgendwie gar nicht mit dem Geschicklichkeit und Schwertkampf. Bring mir den Schwertkampf bei. Ja, kostet halt alles dementsprechend, also ein Fertigkeitspunkt, egal ob Stärke jetzt oder in dem anderen Fall Einhand. Es kostet immer quasi 5 Gold pro Dings. Ich hoffe, dieser Wert wird nicht höher, so wie bei Dark Saga. Das war irgendwann richtig kriminell. Aber naja. Da ist Redford, der hat uns im Auge. Hier ist nur ein Jäger, mit Chris hatten wir gesprochen. Man will der mit uns jetzt direkt auf die Jagd gehen? Ist das eine Idee? Ist das klug? Lass uns auf die Jagd gehen. Zusammen? Und weißt du überhaupt, wie man ein Fell abzieht? Nein. Dann sei nicht beleidigt, aber es hat nicht den geringsten Sinn. Du wärst nur Ballast, den ich beschützen müsste. Lerne wenigstens die Grundlagen des Jagens und erst dann werden wir jagen gehen. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Level-Ups, bevor hier überhaupt irgendwas vorwärts geht. So ist mein Eindruck. Und eventuell müssen wir die Lernpunkte sogar noch sparen, weil wir was klauen müssen. Ich hoffe nur, dass das halt problemfrei geht. Beschwören kann ich es nicht. So, da oben war noch dieser Kivo, mit dem können wir auch noch reden. Wer bist du? Ich heiße Zivo. Ich bin der Beste in meinem Handwerk. Warum das? Du siehst wahrscheinlich meine Rüstung. Die Jäger haben eine Gruppe von Männern für besondere Aufgaben. Wir jagen nicht. Wir sind eher Lagerwächter und manchmal patrouillieren wir in der Gegend und schätzen die Bedrohung durch Orks ein. Erzähl mir mehr davon. Möchtest du auch ein Wächter sein? Es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Wenn du daneben schießt, läuft ein Skrenscher weg und dein Abendessen wird etwas weniger reichhaltig sein. Andererseits, wenn du an einem Snapper vorbeischießt, kann das wütende Tier ins Lager einbrechen und viel Schaden anrichten. Ein paar von uns bewachen das Lager.
Wenn wir eine Herde Snapper in der Nähe sehen, rennen wir zum Tor, um es zu schließen, und schießen von oben auf sie. Was unsere Aktivitäten außerhalb des Lagers betrifft, wir sorgen dafür, dass die Orks nicht in unser Jagdgebiet kommen. Machen die Orks das oft? Es passiert bestimmt nicht jeden Tag. Und wenn doch, dann ist es ein einzelner Speer. Die ganze Technik besteht darin, ihn mit einem, maximal zwei Schüssen zum Schweigen zu bringen. Grünhäute schreien laut, wenn sie verletzt sind, und das kann weitere von ihnen anlocken. Was gibt es denn hier oben? Dies ist der Friedhof der Jäger. Hier begraben wir unsere Toten. Die Menschen sind leider nicht unsterblich. Was machst du hier? Ich trauere um einen kürzlich verstorbenen Bruder. Er war ein Lagerwächter zusammen mit mir. Orks haben ihn vor einer Woche getötet. Ich werde mich rächen. Okay. Kannst du mir was beibringen? Ich zeige dir gerne, wie man mit dem Bogen schießt. Ja, ist halt schwierig, die Sache, ne? Ich habe halt keine Ahnung, wie sehr ich mich jetzt um die Stärke kümmern muss, wenn attraktive Schwerter mir in Aussicht gestellt werden, die Geschicklichkeit benötigen. Das ist ja absoluter Irrsinn. Da unten sind Beißer. Also das können wir komplett vergessen, gegen die ins Feld zu ziehen. Da oben ist eine Laborwasserflasche. Wenigstens eine dritte, den Kohleklotz nehme ich noch mit. Warum komme ich da nicht hoch? Was soll das? Also wenn hier wirklich 10 Laborwasserflaschen sind. Interessant. 3 gefunden. Es ist, glaube ich, aber auch egal, wie viele wir besitzen. Hat man schon welche im Vorfeld? Nö. Gut, das macht es natürlich nicht einfacher. Vielleicht doch nochmal hier gucken. Nach einer Laborwasserflasche. Ja, auf jeden Fall macht die Mod bisher eines sehr gut und das ist so ein bisschen das Worldbuilding, ne? So aufzuzeigen, wen gibt's hier alles, was macht hier wer. Das funktioniert alles schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die Sache mit den Laborwasserflaschen ist zwar auch wieder ein bisschen verrückt, aber was soll's. Natürlich ist hier oben eine. Und hier ist sogar ein Paladin-Zweihänder. Okay. Und noch ein Eisblock. Das ist auch sehr gut. Der Paladin-Zweihänder ist halt stabil. Benötigt Stärke. Ist eine Zweihandwaffe. So. Es könnte wirklich sein, dass die Mod den sonderbaren Weg eingeht, dass Zweihandwaffen Stärke benötigen und Einhandwaffen Geschick. Ich habe halt keine Ahnung, wie die Schadensberechnung ist. Aber auf der anderen Seite das normale Schwert hier, das ja auch recht gut aussieht, für den Anfang zumindest, ja, also Stärke basiert ist. Also, es bleibt spannend. Das Traurige ist leider, aufgrund dieser bösartigen Verkaufsrate, so muss man es ja schon nennen, die ist ja bösartig, lohnt sich nicht mal, das groß zu verkaufen. Guck mal, hier unten war sogar auch noch eine Laborwasserflasche. Nicht blöd, man hat es übersehen. Oder die werden erst nach und nach gespawnt. Das kann ich aber nicht glauben. So, beim Chef selbst waren wir noch gar nicht. Deswegen gehen wir nochmal zu Gestad, bevor ich hier weiter rumeiere. Jetzt haben wir wenigstens mal die Hälfte. Das ist zwar nicht viel, aber es findet sich dann doch ein bisschen. Das sollen ja gefährliche Orte sein. Deswegen das alles irgendwie hier oben ist. Natürlich auch gut versteckt. Ich glaube, hier hinten dran hat man schon eine Laborwasserflasche mitgenommen. Ui, das war knapp. Tja, noch weitere 5. Gar nicht so einfach. So, wir haben mit allen anderen schon gesprochen, außer mit dem Chef, wie gesagt. Was macht denn der Hand da in der Truhe, hey? Was gibt denn das, wenn es fertig ist? Na, nix. Okay. Das war klar, dass hier hinten auch eine ist. Also, sie sind einfach nicht nur an hohen Punkten, sondern manchmal auch einfach nur bös versteckt. Oder halt. Halt so halb böse. Lass mich mal die Spruchrolle hier. Darf ich nicht aufsammeln?
Vermutlich nicht, aber es hat keiner was gesagt. Also nehme ich es einfach mit. Generell hier bei Nacht auf jeden Fall wieder Zahnstab. Ui, ein Schlüssel. Jetzt wird es halt sehr interessant. Den durfte ich sogar aufheben. Jetzt habe ich sogar überschrieben. Verdammt, ich blöd, Mann. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Sachen stipitzen. Okay, das Bier war auf jeden Fall... Das durfte nicht sein. Das durfte nicht sein. Schlüssel? Naja, nimm halt mit. Aber weh, du vergreifst dich am Bier. Dann gibt's Azure. So, es wird auch langsam wieder unangenehm dunkel. Oh, was war das? Ich wollte gerade sagen, da oben ist doch nämlich eine. Also schon schön gemacht, dass man manche Sachen mitnehmen darf und andere nicht. Jetzt fehlen nur noch drei. Das könnte man hinbekommen. Stimmt es einen noch bei Gestad? Ansonsten müssen wir nochmal die Augen offen halten. Oh, eine Drachenwurzel. Darf ich die aufsammeln? Ja, ne? Ja, das darf ich. Das ist nicht verboten. So, jetzt, wo es eh Nacht wird, müssen wir hier wieder auf jeden Fall ein bisschen umstrukturieren. Ne? Kontrast runterschieben. Helligkeit hoch. So, und da ist der Gestad, der Chef. Wer bist du und was willst du hier? Mein Name ist Will. Ich bin aus der Mine geflohen, weil die Bedingungen, unter denen wir gehalten wurden, unmenschlich sind. Mein Ziel ist es, meine Mitgefangenen zu befreien, die dort noch arbeiten. Aran ist auf der Suche nach Gesellschaft. Warum setzt du dich da nicht selbst zu ihm? Es tut mir leid, Will, aber wenn du ihm helfen willst, musst du selbst jemanden finden, der bereit ist, sich mit ihm abzugeben. Aran ist furchtbar gesprächig und deshalb habe ich ihn von den anderen getrennt. Das ist schon ein bisschen fies. Ich möchte gerne ein Jäger werden. Nun, wir könnten einen neuen Mann gebrauchen. Aber um ein Jäger zu werden, muss man sich erst bewähren. Hast du eine Aufgabe für mich? Ich weiß es nicht. Aber wenn hier niemand deine Hilfe will, dann kannst du dich in einem Lager im Hinterland umsehen. Wo war sein Lager nochmal? Hast du eine vernünftige Karte dabei? Nein. Dann werde ich es dir wohl beschreiben müssen, was? Geh südlich an der Palisade entlang. Wenn du auf eine unpassierbare Schlucht stößt, wende dich nach rechts in Richtung der Berge. Ich bin sicher, du wirst den Ort sehen. Okay. Was gibt's zu tun? Wenn du hier bleiben willst, kein Problem. Aber du musst dein eigenes Essen kaufen und einen Platz zum Schlafen finden. Wenn du aber hier ein Mitspracherecht, eine Rüstung und andere Annehmlichkeiten haben willst, musst du dich im Lager ein wenig nützlich machen. Hilf den Jungs. Sie müssen dich mögen. Und wenn ich genug Gutes über dich gehört habe, wirst du Mitglied des Jägerlagers. Und natürlich das Wichtigste. Wenn du willst, dass ich dich akzeptiere, muss ich sicher sein, dass du zumindest grundlegende Jagdfähigkeiten hast. Bringt mir die Felle von drei Wölfen, einem normalen, einem schwarzen und einem Eiswolf. Dies ist ein ausreichender Beweis dafür, dass du weißt, wo du nach Wild suchen musst und dass du es jagen und vor allem erlegen kannst. Okay, interessant. Wo finde ich diese Wölfe? Die normalen Wölfe findest du in den Wäldern. Halte Ausschau nach den schwarzen Wölfen unter dem Vulkan und natürlich nach den Eiswölfen im Gebiet des neuen Lagers. Letztere sind allerdings in großen Rudeln anzutreffen. Lass dich nicht auffressen. Alles klar. Kann ich auf deine Unterstützung im Kampf gegen Markos zählen? Gegen Markos? Dieser abtrünnige Paladin? Ganz genau. Ich muss den anderen Bootlern helfen, da rauszukommen. Schließ dich uns an. Dann reden wir nochmal darüber. Okay. Das ist halt die Sache, ne? Eine Quest muss fehlschlagen und das ist halt die... Wobei, nee, das heißt ja nur einem Lager beitreten, nicht welchem, ne? Okay. Ja, aber selbes Spiel. Funktioniert genauso. In der Ecke kann man noch Spruch holen, die ich nicht mitnehmen darf, aber hinten dran ist eine Laborwasserflasche. Nein? Natürlich.
Innos-Statuen gibt es ja auch in jedem Lager vertreten. Und wir müssen jetzt für den Kollegen nun mal leider selbst einen Partner suchen. Vielleicht aber der Kivo, das würde dem vermutlich ganz gut tun. Der muss gerade einen Verlust verarbeiten. Und ich würde jetzt mal schätzen, es würde ihm vielleicht ganz gut tun, dass er sich mit einem zusammensetzt, der ihn vielleicht mal voll quatscht. Ja, dann kommt der auch auf andere Gedanken. Wäre jetzt so eine Idee. Kann aber auch jeder andere sein. Es fehlen jetzt noch genau 2 Laborwasserflaschen. So, die Frage, wo sind diese? So, die Frage... Ah, dafür haben wir auf jeden Fall den Schlüssel gefunden. Aber davon verstehen wir nichts. Ist hier wenigstens eine Laborwasserflasche drin? Sonst hat der Schlüssel recht wenig gebracht. Denn wir müssen jetzt halt echt gucken, wie wir wirtschaften, ne? Wir müssen... Ich habe halt 10 Punkte für das schnelle Lernen rausgedonnert und sehe noch nicht so ganz, was mir das halt jetzt bringt. Und auf der anderen Seite... Wir brauchen 15 Lernpunkte mindestens für die ganzen Diebestalente. Und das muss natürlich sein. Wir brauchen Stärke. Wir brauchen vielleicht noch Geschick. Wir wollen Einhand lernen. Und wir brauchen Diebeshandwerk. Also es ist spannend. Und leider ist Kivo nicht der, auf den ich zählen wollte oder sollte. Auf der anderen Seite ist da oben gerade der andere Knecht nicht da. Kirgos Laborwasserflaschen bringen wir ihm noch. Ist zum Beispiel gerade der andere nicht da, ne? Ich dachte zwar eigentlich, der geht erst morgens weg, aber soll mir recht sein. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Das war mir nämlich klar. Deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz beim Redford. Nehme ich noch die Lebenspunkte, genau, die Lernpunkte rausdonnern. Leider. Ich würde gerne etwas lernen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du bist ein Schwein. Setz dich mal ans Lagerfeuer, dann kommen wir vielleicht zusammen. Louis ist es auch nicht. Ich hoffe, der hockt sich jetzt ans Lagerfeuer. So, der Punkt ist, sobald wir das jetzt können, sollten, wird hier sowieso erstmal Randale gemacht. Der Verzehr mehrerer Stücke führt zu einer Erhöhung der Stärke. Erst mehrere. Fies, okay. Noch 2 Laborwasserflaschen. Der andere ist gerade nicht da. Wo ist Redford? Den bin ich blöd. Da ist Louis. Toll, jetzt legt er sich hin. Ich weiß nicht. Es ist doch Abend, oder nicht? Warum legt er sich jetzt schlafen? Ist der komplett Banane oder was? Hat mich für die Kunst. Ich kann nur mit ihm reden, wenn er am Feuer sitzt. Den Gehstadt darf es nicht erfahren. Okay, Louis. Mal kurz mit dem hier reden. Also auch in Bezug zu... Hallo. Mach's gut. Alles klar. Danke fürs Gespräch. Da oben ist noch eine Laborwasserflasche. Du bist nicht sehr gesprächig, was? Nein. Ich bin ziemlich wütend. Was ärgert dich? Jemand hat mir gestern Abend mein Kraut geklaut und ich habe nichts, womit ich mich beschäftigen kann. Ohne es fühle ich mich wie ein Sandkorn auf dem großen Ozean. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Das Schlimmste ist, dass jeder, den ich um Hilfe bitte, lacht und sagt, ein paar Tage ohne Rauchen würden mir gut tun. Weißt du, wer der Dieb war? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon längst in kleine Stücke geschnitten und den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Was würdest du sagen, wenn ich dir das gestohlene Kraut brächte? Du? Der erste Mann, der es auf den Punkt bringt. Sehr gut. Sagen wir, wenn du mir mein Kraut bringst, bekommst du 100 Goldstücke. Bist du immer noch an der Suche interessiert? Noch ein Stängel Sumpfkraut dazu und ich werde zum Detektiv. Kannst du mir etwas Dunkelheit des Nordens besorgen? Und woher soll ich es nehmen? Bring mir mein Päckchen, dann reden wir weiter.
Okay. Also eine Quest baut auf die nächste auf. Wir müssen da anderweitig hoch. Jo, also das mit Redford macht mich ein bisschen wütend. Ich würde nämlich gerne das lernen, damit wir halt... Also wir wissen auf jeden Fall immerhin, dass 20 Uhr der Kabel nicht da ist. Das muss uns jetzt leider erstmal genügen. Ist das überhaupt eine Laborwasserflasche? Ja, klar, ne? 9. Das ist übrigens echt fies, dass wir erst zu dem anderen Blödmann da hingehen. Gehen an die Truhe und dann sagen wir, oh, wir können jetzt nicht an die Truhe, er ist zu nah dran. Da ist er weg und erst dann erfahren wir, ja, musste auch knacken. Gut, hätten wir uns denken können, weil wir ja gesehen haben, dass es ein orangener Schriftzug war, aber wäre schon ganz nett gewesen, das trotzdem irgendwie zu erfahren. Jetzt fehlt uns genau eine Laborwasserflasche. Da eine Weidenbeere. Okay. Gut, jetzt in der nächsten Folge gucken wir uns hier weiter um, können eventuell ein bisschen was stibitzen, wenn die Leute hier pennen. Und naja, also um 0 Uhr gehen wir zu Kirgo, geben wenigstens mal 2 Quests bei den Orkjägern ab und dann werden wir hier so langsam, aber sicher mal alles in Gang setzen. Da geht einfach das Tor los, alles klar. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.